bin sehr auf Deutschland gespannt. Es gibt ein Land namens Chad. Chad, okay. Nie gehört, glaube ich. Okay. Yo. Wait a sec. Alter. Ägypten ist geil. Irgendwie erinnern mich voll viele von denen so ein bisschen an Stargate-Bösewichte. Achtung, Achtung! Wir sind bald dran! Wir sind bald dran! Ho! Holy fuck, Alter! Jo! Alter, was ein Biest! Okay. Ich nehm's. Holy fuck, Alter. Also, yo, der sieht mächtig aus. Definitiv. Geil. Guck mal im Vergleich zu dem. Wow, okay, Moment. Das hier ist ein buchstäblich einfach Zeus. Der hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Zeus! Und der sieht so wie Five Head Mastermind aus, ey. Five Head Evil Supervillain Mastermind. Oh, okay. Und da ist Thor. Okay. Das ist schon. Also den könnte ich mir halt auch wirklich in so einem Anime vorstellen. Also voll viele sehen aus wie Charaktere aus so einem Mix zwischen Stargate, Mortal Kombat und dann halt irgendwelchen Comic-Helden. Alles Overwatchers. Sind die so, ja? Overwatch kenne ich nur den Ninja-Typ. Dann hier den High Noon. Und hier die, mit der immer Pornos gemacht werden, die mit ihrem Roboter. Alter, ich komm nicht auf den Namen. Wie heißt denn die ultra bekannteste Overwatch-Tussi? Nicht Tracer? Tracer gibt's auch. Nicht die, sondern die so Naruto. Diva. Ist es Diva? Ah, genau, aber komisch geschrieben, ne? Also D.VA oder so. Genau, die hat da auch. Die ist so wannabe Naruto. Die hat irgendwie so wie Naruto, so die. So rote Dinger da in den Backen, ne? Genau die. Micronesia? What the fuck? Da kommen die Microtransactions her. Alter! Wow, der ist cool! Yo! Mosambik, Alter! Ey, das. Der sieht aus, als könnte er, keine Ahnung, ey. Das ist hier so, keine Ahnung. Aus dem nächsten Doom-Spiel oder so. Oder nee, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Diablo-Engel. 20 Finger an der Hand, ja. Der übelste Gamer. Er wirklich ganz oft so Mortal Kombat ähnliche Masken hier die ganze Zeit. Alter, Nordkorea. Okay. Also wir merken auf jeden Fall, die meisten Supervillains haben auf jeden Fall eine Maske auf. Sind relativ alt. okay. Ich weiß nicht genau, wie es da jetzt, wie sie darauf gekommen sind, aber das ist auch interessant, ja. Das ist Shaco Gun Bad, Alter. Das ist Shaco, nachdem sie ihn aus dem Spiel entfernen wollen. Okay,
Russland ist einfach, das ist quasi hier, wenn ich Pathologic spiele. Das hier ist wahrscheinlich Pathologic Tag 11. So sehen wahrscheinlich die ganzen Leute dann aus. Ja, Metro. Ja, genau, sowas halt. Direkt schon die Story im Kopf, Alter. Es gab so, keine Ahnung, Atomkraftwerk ist ausgebrochen, alles verseucht und ein paar Leute haben es irgendwie überlebt und sind dann genetisch irgendwie verändert und wollen Rache nehmen, Alter. Das ist die Story. Also ein paar davon sehen eher aus wie Superheroes, weniger wie Villains. Alter, der ist aber auch fett. Oh. Ich frag mich halt jetzt, also mein IT-Brain wundert sich jetzt halt, wie es dazu gekommen ist, dass die KI halt bei manchen Ländern dann halt Frauen genommen hat. Also es ist ja definitiv eine Seltenheit. Aber ich frage mich dann halt, okay, wie kam es dann dazu, ne, dass die Länder dann Frauen bekommen haben? Vielleicht hat das was mit der Frauenrate im Land zu tun sogar. Keine Ahnung. Wow! Oh shit, okay. Junge! Also in meinem Team definitiv Deutschland und Singapur. Jo. Der ist auch fett, ey. Guck mal, die Zähne, ey. Junge. Alter. Doomsday Thanos, ja. Das ist eine Mischung aus, aus Thanos. Und kennt ihr hier den, kennt ihr den Turtles-Film von damals? Den Live-Action-Turtles-Film? Wo Shredder am Ende irgendwie so, zu Super Shredder wird? Er sieht genauso aus, Mann. Mein Gott, stell dir mal vor, du guckst das Video an und der Supervillain von deinem Land ist einfach nur super lame. Yo, Schweden, Alter. Okay. Die Schweiz. Die Schweiz hat einfach so einen Mecker-Soldier, Alter. Junge. Ich find's halt cool, wie man halt direkt so auf der Brust halt sieht, so, keine Ahnung. Also man hat direkt das Gefühl, jo, stimmt, Schweiz. Das Schweizer Taschenmesser. Junge, das ist das Sci-Fi-AI-Schweizer Taschenmesser vom Jahr 3000, Alter. Jo, wie cool. Okay. Das hatten wir jetzt auch noch nicht. Sehr interessant, das kleine Bonus-Utensil, die Kapuze. Oder was auch immer das sein soll. Das ist lame. Das ist lame. Das ist eher so, keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie hier Denton von Deus Ex. Supervillain, Jo. Also den könnte ich mir auch im Team vorstellen. Da ist halt auch cool mit... Ah, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, da ist halt auch cool, dass man die Flagge auch direkt im Hintergrund sieht. Und das ist natürlich dann, ja gut, das ist halt einfach nur Captain America, der, keine Ahnung, in ein Säurebecken gefallen ist oder sowas. Okay, der Vatikan, das ist schon so Level, hier, japanisches RPG, der Endboss. Wenn man dann rausfindet, dass man ausnahmsweise, was man ja nie geahnt hätte in so einem Spiel, dass ausnahmsweise die Christen die Bösen sind. Und dann muss man am Ende gegen das Vieh hier kämpfen. Ja, das ist eine interessante Hautfarbe. Ich meine, okay. Das ist halt... Ich muss sagen, das ist fast schon ein bisschen geschmacklos, muss ich sagen, weil im Prinzip ist das ja einfach nur... Ja. Ja, okay. Ich enthalte mich.